Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute reden wir über einen weiteren Kanal, wo wir mit unseren Manuskripten, mit unseren Büchern Geld verdienen können. Nochmal herzlich willkommen zum neuen Video. Wenn du neu auf dem Kanal bist, mein Name ist Manu und auf dem Kanal geht es hauptsächlich um KDP, Unternehmertum, Mindset und Investments aller Art. Heute werden wir uns einmal um ein Thema kümmern, und zwar, was ich eigentlich im ganzen Publishing das letzte Jahr eigentlich so ziemlich links liegen gelassen haben, und zwar ist es der Bereich der Hörbücher. Wir werden das ganze Thema einmal ein bisschen besprechen, jetzt in diesem Video, und zwar geht es um Folgendes. Wir haben unsere Bücher sozusagen schreiben lassen, wir haben jetzt sozusagen ein fertiges Manuskript, und welche Möglichkeiten haben wir jetzt noch, Geld mit unserem Manuskript zu verdienen? Es wird nächste Woche ein neues Video kommen, wo es dann um die unterschiedlichen Möglichkeiten gibt, um noch zusätzlich Geld zu verdienen mit einem einzelnen Manuskript. Also in wie viele unterschiedliche Varianten kann man sozusagen Text in Geld verwandeln, sozusagen. Das wird ein sehr interessantes Video. Aber heute reden wir mal speziell um Hörbücher. Wenn ihr schon die News verfolgt habt, es wird wahrscheinlich jetzt die nächsten Monate, das nächste halbe Jahr möglich sein, einen ACX-Account zu eröffnen, beziehungsweise es wird von Amazon hat es eine Stellenausschreibung geben, dass jetzt so eine Art Manager für den deutschsprachigen Raum für ACX gesucht wird, und das lässt natürlich die Community hypen, dass jetzt bald für jeden einen ACX-Account gibt. Ist eine schöne Geschichte. Ich hoffe persönlich auch, dass es so kommt. Eine kleine Side-Info zu ACX. ACX hat sozusagen zwei Modelle, einmal exklusiv und einmal non-exklusiv. Beim Exklusiven, das heißt, man geht nur auf ACX, man veröffentlicht nur sein Hörbuch auf ACX, ist sozusagen an diese Plattform gebunden, und ich glaube, für 7 Jahre ist der Contract. Kriegt auch ein größeres Stück vom Kuchen, ich glaube 40% Royalties. Wenn man das Ganze non-exclusive macht, dann ist man bei 25% Royalties. Das heißt, man hat einen kleineren Anteil an den Royalties, ist allerdings nicht exklusiv an ACX gebunden und kann über andere Distributoren und über andere Plattformen das Hörbuch auch anbieten, was eventuell gar nicht so übel ist. Wenn man jetzt hergeht und sagt, man veröffentlicht jetzt zum Beispiel über Fire. Fire veröffentlicht nicht nur Hörbücher, sondern auch Hörspiele, Musik und E-Books. Die haben jetzt auch einen physischen Vertrieb für Bücher. Was generell an Fire für uns als Publisher interessant ist, ist einmal der E-Book-Bereich und der Hörbuch-Bereich. Tendenziell. Beim E-Book ist natürlich auch so, wir veröffentlichen jetzt auf Amazon KDP ganz normal unsere Taschenbücher und unsere E-Books, und über einen anderen Distributor können wir dann noch ein Hardcover dazu ordern, dass wir sozusagen ein Listing haben von E-Book, Hardcover und Taschenbuch. Und so schaut generell bei vielen, also nicht bei allen, also bei vielen schaut das Listing so aus, von diesen drei Kanälen sozusagen. Und da fehlt jetzt noch das Hörbuch. Was aber viele nicht auf dem Schirm haben, ist Folgendes, dass man das aus dem E-Book ja noch mehr rausholen könnte, also nur aus dem E-Book alleine. Wenn man jetzt das Ganze durchgeht, okay, man hat das E-Book, Hardcover und Taschenbuch. Okay, wir fangen nochmal ganz vorne an, einmal das E-Book. Was kann man aus dem E-Book noch rausholen? Wir haben ja keinen Exklusivvertrag sozusagen mit KDP, wenn wir jetzt ein E-Book veröffentlichen. Das E-Book können wir auch auf andere Plattformen veröffentlichen. Wir haben nur eins, und zwar eine Buchpreisbindung. Das heißt, wenn euer Buch 9,99 bei KDP kostet, dann sollte das auch auf allen anderen Plattformen gleich sein. Dann hat man eben eine Buchpreisbindung. Das heißt, der Buchpreis soll überall gleich sein. Egal, ob es jetzt, glaube ich, beim E-Book ist oder beim Taschenbuch. Wenn ich mir da irren sollte, berichtigt es mir gerne in die Kommentare. Aber wie gesagt, wäre es dann noch eine Möglichkeit, das Ganze umzuformatieren ins EPUB-Format und dann auf Fire hochzuladen und eben über Fire auf, ich weiß nicht, über 140 oder 150 Online-Portale das E-Book direkt auch noch anzubieten. Also jenseits von Amazon. Das heißt, Amazon hat, was den E-Book-Bereich angeht,
Ja, schon Potenzial, allerdings weit nicht so viel Potenzial, wie das Taschenbuch hat, wenn man es richtig macht. Und deswegen wäre gut, wenn man aus dem E-Book noch ein bisschen mehr rausholen könnte, ne? Und das ist die Möglichkeit, um das zu tun. Das heißt, auf Fiverr das Ganze über, weiß nicht, mehr als 100 Online-Shops zusätzlich nur zum Verkauf anzubieten. So kann man zumindest einmal aus dem E-Book noch mehr rausholen. Dann, wie gesagt, eigentlich das eigentliche Thema sollte ja eigentlich das Hörbuch sein. Wenn man jetzt sein Hörbuch auf Fiverr veröffentlicht, dann hat man sozusagen die Möglichkeit, auch auf sehr vielen Plattformen eben das Hörbuch anzubieten. Und natürlich nimmt Fiverr sich einen Cut von, ich glaube, ungefähr um die 20%, 20 bis 30%, und der Rest an Erlösen kommt dann dir zugute. Was es jetzt hat, die Veröffentlichung auf ACX, also auf Amazon und Audible angeht, Fiverr veröffentlicht es auch auf Audible. Hier hat man allerdings hat Fiverr eben auch dieses Non-Exclusive, das heißt, wir verdienen schon so 25% statt der, wenn wir es auf exklusiv machen würden, was wir im Moment nicht können, 40%. Das heißt, wir kriegen nur 25% der Erlöse für das Hörbuch und eben von dem gehen auch noch diese 20 bis 30% ab, was Fiverr sich einheizt. Das heißt, es ist ungefähr, wenn man ein 10 € Hörbuch hat, man ist bei 2,50 € und man kommt dann bei ungefähr 2 € raus, weil diese 50 Cent, also überschlagsmäßig, geht an Fiverr. Genau, aber besser als gar nichts, und solange man eben noch keinen ACX-Account machen können, wäre es natürlich auch blöd, wenn man zum Beispiel jetzt schon ein vertontes Manuskript hat und das nicht zum Kauf anbieten würde. Man kommt dann auch später, ich glaube, nach einem halben Jahr kommt man aus Fiverr, aus diesem Contract raus, und könnte dann sozusagen, wenn der ACX-Account wirklich kommt, dann das Ganze von Fiverr abziehen und auf ACX exklusiv publishen oder eben non-exclusive. Genau. So schaut's aus. Was ist jetzt mein genereller Plan? Im Endeffekt ist es so, dass ich mir in den letzten Wochen sehr intensiv auf der Suche war nach Sprechern und Möglichkeiten, um eben meine Manuskripte zu vertonen. Und ich habe eine sehr coole Lösung gefunden. Ich arbeite jetzt halt mit zwei, drei Sprechern zusammen, die was mir jetzt schon, also zwei Bücher sind komplett vertont schon, sind direkt schon auf Fiverr hochgeladen und der Veröffentlichungsprozess auf Fiverr dauert relativ lang, sagen wir mal so. Wir werden erst wahrscheinlich dann im nächsten Jahr sehen, okay, wie diese zwei Hörbücher performt haben. Vielleicht schon Ende Dezember, werden wir sehen. Der Plan wäre jetzt folgender, dass jetzt halt ich das Monat noch nutze, um die restlichen Bücher zu vertonen und auf Fiverr hochzuladen. Das heißt, dass man sozusagen Anfang Dezember schon mal die Masse an Hörbüchern auf Fiverr veröffentlicht hat und dann schaut, ob man noch ein bisschen was bei den Plattformen am Weihnachtsgeschäft mitnehmen könnte. Mal schauen. Auf alle Fälle habe ich jetzt halt vor, auch in den Hörbuchbereich vorzustoßen sozusagen. Das Ganze wird dann auch auf Amazon verlinkt, beziehungsweise eben mit den Büchern auch verlinkt, was vielleicht ein bisschen kontraproduktiv wäre, was die Marge angeht, weil man hat ja gewisse Werbeausgaben, was die Bewerbung von dem Taschenbuch angeht auf Amazon. Und wenn man dann sozusagen, keine Ahnung, 3 € ausgibt, um jemanden aufs Listing zu kriegen und der wollte eigentlich das Taschenbuch kaufen und schaut sich um und denkt sich, oh, das Hörbuch wird mir besser gefallen, dann verdiene ich natürlich weniger. Wenn ich nur 2 € Erlös kriege, dann habe ich Minus gemacht. Das heißt, ich werde es so lösen, dass ich das Hörbuch sozusagen von meinem offiziellen Listing entkoppeln werde und es steht dann einfach für sich selbst sozusagen. So wäre eigentlich der Plan. Generell gibt es dann noch andere Möglichkeiten, um aus dem Hörbuch noch einmal eine andere Variante zu machen, aber über das reden wir dann, über mögliche Varianten eben, um aus Text sozusagen Geld zu verdienen. Genau, das ist einmal der grobe Plan. Sag's mir gerne, was ihr davon haltet, auf Fiverr zu veröffentlichen. Ein Dank auf alle Fälle an den Kanal Zinskraft. Super Sache. Vor allem, er hat mir auf die Idee gebracht, eben die ganzen Manuskripte zu vertonen und mir auf die Suche zu machen und mir ein bisschen sensibilisiert für den Hörbuchmarkt, der
gegebenermaßen extrem riesig ist und in den letzten Jahren teilweise jährlich zweistellige Wachstumszahlen gehabt hat. Also das sollte man auf alle Fälle nicht vernachlässigen. Deswegen machen wir jetzt auch Hörbücher. Genau, ich werde auf alle Fälle auf dem Laufenden halten, wie das Ganze dann läuft. Ist das Ganze, was Hörbücher angeht, das ist ein ganz eigenes, kann ein eigenes krasses Geschäftsmodell sein. Genau, wenn wir unsere Texte haben, wäre es blöd, wenn wir das nicht nutzen würden. Genau, sagt mal gerne eure Kommentare, eure Meinungen in den Kommentaren. Vielleicht hat jemand schon Erfahrung mit Fire, kann da ja seine Erfahrungen eben mit uns teilen. Genau, dass da ein Mehrwert für alle entsteht. Gut, wenn euch eure Videos gefallen, lasst mir gerne ein Like da und vergesst den Channel nicht zu abonnieren. Wir sehen uns beim nächsten Video.